Auch wenn Opel nun wirklich nach vielen Anläufen seit einiger Zeit eindrucksvoll zeigt, dass sie es mit dem Umbau der Marke ernst meinen, ihre sportlich orientierte Stammkundschaft vergessen sie dabei nicht. Dies ist positiv zu bewerten und dürfte bei einigen Fans der Marke für Erleichterung sorgen. Warum das so ist? Naja, das legendäre Kürzel GSE ist zurück. Und das, was die Allgemeinheit für langweilig hält, wir meinen die modernen E-Autos, sollen auch wieder Spaß machen. Womit die Fans sportlicher Modelle aus Rüsselsheim auch in Zukunft der Marke erhalten bleiben. Anfang der 70er begann Opel mit einem neuen Sportlabel, damals GSE. Und E stand für Einspritzung, denn das war eine sportliche Variante. Nun aber kehrt GSE zurück. Aus dem großen E wurde ein kleines E und aus dem E, das früher für Einspritzung stand, wurde nun Elektrik. Elektrisch ist natürlich das Stichwort der Zeit und auch Opel hat es verstanden, diese Fahrzeuge, gerade den neuen Astra, neu zu motorisieren. Die GSE-Modelle verfügen über extrem viel Leistung und sind sehr, sehr sportlich abgestimmt. Aber das ist nicht ganz richtig, denn sie haben eine Spreizung. Man kann sie wirklich sehr komfortabel fahren, aber sie sind trotzdem sportlich. Da sind also die neuen Astra-Modelle, der Astra GSE und der geräumige Opel Astra GSE Sports Tourer. Sie sind stark, dynamisch und elektrifiziert. Zugleich begründen sie die neue Submarke aus Rüsselsheim mit dem Namen GSE, was für Grand Sport Electric steht. Bei den klassischen Opel-Modellen stand es übrigens noch für Grand Sport Einspritzung. Die modernen Plug-in-Hybrid-Varianten bieten alles, was sportliche, aber zugleich auch umweltbewusste Fahrer wünschen. Top-Leistungen, ein sportlich abgestimmtes Fahrwerk und einen elektrifizierten Antrieb für lokal emissionsfreies Fahren. GSE steht ja für Grand Sport Electric und verbindet die elektrische Performance mit Fahrdynamik und ist damit ein ganz großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, aber auch die Sportlichkeit der Marke. Mit ihrem modernen Styling ist die neue Astra-Generation ohnehin ein vorausschauendes Design-Statement der Marke. Charakteristische GSE-Highlights verleihen dem Astra nun einen noch beeindruckenderen Auftritt. Die vom vollelektrischen Manta GSE inspirierten 18 Zoll Leichtmetallräder in Diamond Cut Schwarz, genauso wie die GSE-spezifisch gestaltete Front, der Heckdiffusor und der GSE-Schriftzug an der Heckklappe zeigen auf den ersten Blick, was im neuen Astra GSE steckt. Der GSE wird von den Kundengruppen sowohl unsere loyalen Kunden ansprechen, die also in der Vergangenheit mal in Opel Insignia GSI beispielsweise gefahren sind und jetzt eben den Schritt in die nachhaltige Performance suchen. Aber er wird auch viele neue Kunden ansprechen, weil gerade Fahrzeuge wie der Sportstourer oder der Fünftürer als Plug-in-Hybrid natürlich sehr viele Kunden ansprechen, die Familien sind oder die einfach die elektrische Reichweite von über 60 Kilometer suchen. Das heißt, wir können hier sowohl mit loyalen als auch mit Neukunden arbeiten. Opel macht sich also Gedanken, seine Modelle am Zeitgeist auszurichten. Das ist auch wichtig, denn nur elektrisch ist vielen Kunden zu wenig. Alte Werte wie die Freude am Auto, dem Design und den sportlichen Fahrleistungen leben natürlich weiter. Die Frage ist allerdings, ob die Fahrzeuge so umweltfreundlich sind, wie die Politik es sich wünscht. Zumindest erfüllen die Hersteller die meisten Voraussetzungen, denn ein E-Auto ist nur besser für die Umwelt als ein klassischer Verbrenner, wenn Fahrzeug und Batterie sowohl klimaneutral hergestellt, betrieben und wieder entsorgt werden. Opel kommt dem Ziel näher. Es hakt allein an der Politik und dem deutschen Strommix mit nicht ausreichend Ökostrom. Mit einer souveränen Systemleistung von 225 PS, der 1,6 Liter Vierzylinder leistet 180 PS, der E-Motor steuert bis zu 110 PS bei und einem maximalen Drehmoment von kräftigen 360 Newtonmetern setzt der neue Astra GSE Zeichen in seiner Klasse. Ein natürlich regelkonformer Ampelstart und eine angemessene Höchstgeschwindigkeit sind dabei garantiert. Aus dem Stand beschleunigt die fünftürige Sportlimousine in 7,5 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit endet bei 235 Stundenkilometer. Rein elektrisch kann der Astra GSE immerhin noch 135 km/h.
Dank der 12,4 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie kann der Astra GSE im Idealfall nach WLTP bis zu 64 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen. Zu den leistungsorientierten Fahreigenschaften trägt ein spezielles 10 mm tiefer gelegtes Chassis bei, das Opel in den neuen Astra GSE-Modellen verbaut. Die Lenkung ist GSE-spezifisch sportlich abgestimmt. Im direkten Astra-Vergleich sind die GSE-Modelle noch agiler und präziser als die bisherigen Varianten. Lenkung, Federung und Bremsen reagieren unmittelbarer und direkter auf den Fahrer. Innen erfreuen spezifische GSE-Performance-Sitze die Passagiere. Die volle Bandbreite an modernen Assistenzsystemen von Opel rundet das Angebot ab. So ausgestattet können Kunden die neue Astra GSE-Limousine ab 45.510 Euro ordern. Der Sports Tourer beginnt bei 40.200 Euro. Opel hat es also dreifach geschafft. Erstens erneuert sich die Marke erstmals wirklich nachhaltig. Zudem bieten sie die Produkte, die von der Politik und den Umweltverbänden gefordert werden. Und seine sportlich orientierten Kunden hat Opel immer fest im Blick.